Vielleicht hast du gerade Lust, dieses Jahr mal die Rauhnächte zu machen. Vielleicht machst du sie schon immer wieder und hast aber irgendwie gerade das Bedürfnis, du würdest sie gerne mal mit anderen Frauen zusammen machen. Und ich kann dir nur sagen, ich liebe die Rauhnächte und ich liebe es aber am allermeisten, wenn ich sie in einer großen Gemeinschaft von Frauen machen kann. Ich begleite schon seit Jahren viele tausend Frauen immer wieder dabei, mit mir durch diesen Prozess zu gehen, aber auf meine Art. Und das ist eher eine Art, ganz nah am Alltag zu sein. Und wenn ich dir was über die Rauhnächte sagen dürfte, dann auf der einen Seite sind sie mystisch, sind sie eine ganz tiefe, uralte Tradition, die sich von Urzeiten an durch die Menschheit zieht, durch unterschiedliche Kulturen und Völker. Aber auf der anderen Seite, nach all dem Studium, was ich mit diesen Rauhnächten haben durfte, sind sie etwas so Kraftvolles, Modernes für dein Leben hier und jetzt. Also wenn du gerade darüber nachdenkst, Rauhnächte zu machen, dann denk bitte nicht nur an Räuchern und an Rituale, dann denk daran, hey, ich kann mein Leben hier auf die Bahn bringen mit den Rauhnächten. Ich kann mein ganzes neues Jahr erklären, weil eine dieser großen und gleichzeitig so feinen Dinge in den Rauhnächten ist, dass jeder Rauhnachtstag für einen Monat des kommenden Jahres steht. Das heißt, wenn wir durch die 12 Rauhnächte gehen, hier und jetzt, und die fangen am 24. Dezember an und hören zu den heiligen drei Königen auf. In der heiligen Zeit, zwischen heiliger Abend, heiliger drei Könige, 12 Tage und Nächte. Aber jede dieser Tage steht für einen Monat deines kommenden Jahres in der Tradition. Und das heißt, wir werden in diesem Prozess, in dem ich dich mit Meditation, mit Audiobotschaften, mit vielen kleinen Geschichten, die in deinem Herzen, in deiner Seele Dinge in Gang setzen sollen und dich zu deiner inneren Führung, zu deiner Intuition führen sollen, werden wir jeden dieser Tage werden wir entdecken, worum es für deinen Monat, den passenden, im kommenden Jahr geht. Du wirst für dich Wünsche und Ziele formulieren lernen, aber alles immer im Kontakt mit deiner inneren Führung, sodass du wirklich in dir findest, worum es dir geht. Und das Faszinierende für mich daran, warum ich das so liebe, ist, also ich bin zutiefst überzeugt in meiner Arbeit mit den Frauen, alle Kraft, die wir brauchen, alle Klarheit, die wir brauchen, alles Wichtige, was wir brauchen, finden wir in uns. Wir brauchen keine äußeren Kräfte, keine Menschen, die irgendwas Besonderes wissen, was wir nicht wüssten oder könnten. Das, was ich brauche, das weiß mein Inneres. Und die Rauhnächte sind das ideale Instrument, um dir das zu zeigen. Und warum? Weil die Menschen seit Urzeiten eingewoben waren in ein großes Ganzes. Und aus diesem Eingewobensein sind die Rauhnächte entstanden und führen dich und mich heute hier, wenn wir diesen Prozess bewusst gehen und modern gehen, wieder zurück in dieses Eingebundensein. Eigentlich ist ja, wenn du überlegst, diese Zeit ist eben in der Natur und darum ging es, dass die Menschen die Rauhnächte in dem großen Ganzen der Natur gesehen haben, in einer dunklen Zeit, in einer stillen Zeit, in einer Zeit der inneren Einkehr. Und sie haben gesagt, es ist die Zeit zwischen einem Zyklus und einem anderen. Die Natur wirkt zyklisch, die Natur wirkt in Rhythmen. Und die Menschen wussten das und haben gesagt, zwischen einem Zyklus und dem anderen, da ist eine Lücke. Und in dieser Lücke gehen wir in einen Raum, der uns tiefer führt. In einen Raum zwischen den Welten, in einen Raum zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und die Menschen nannten das, das ist das Eintrittstor in die Unterwelt. Und mit der Unterwelt meinten sie unser Unterbewusstsein. Sie konnten das alles noch nicht anders nennen. Sie wussten nur, dass wenn es still und dunkel wird, und du wirst sehen in den vielen Geschichten, die ich dir erzähle und in den Meditationen, wie viel Wissen und Weisheit in den Menschen über jeden einzelnen Monat in seiner Kraft war.
Jeder Rauhnachtstag und jeder Monat haben eine eigene Kraft, die sie dir nahe bringen. Im Januar bekommst du ganz andere Kräfte als im August, wenn das Leben blüht. Und der Januar, das wirst du zum Beispiel sehen, den wirst du ganz anders sehen, als du ihn vielleicht bisher gesehen hast, dass man dann alle guten Ziele in Gang bringt. Das sieht in den Rauhnächten ganz anders aus, viel feiner und wenn du einsteigst, viel herzenslogischer. Also wenn du mit mir da durchgehst, wir starten eingebettet in die Natur am 21. Dezember zur Zeit der Wintersonnenwende, weil da geht auch wieder eine der Weisheiten schon wieder los. Das ist die Zeit, wo in dem Dunkeln das Licht zurückkehrt, ganz langsam, außen ganz unmerklich. Die Sonne steht für einen Moment still, da ist sie wieder die Lücke. Und in diese Lücke hinein, während das Licht, damit die Energie, die Kraft beginnt, dich zu tragen, beginnst du mit mir in einem besonderen Ritual, wenn du das mit mir machst, deine Wünsche mit Energie, mit Licht aufzuladen und zu finden. Und dann geht es los am 24. Dezember, dass wir um 0 Uhr die erste Rauhnacht beginnen und dann Tag für Tag, Monat für Monat die Kräfte der Natur nutzen, um deine Wünsche zu nähren mit den größeren ganzen Kräften. Das ist das Faszinosum daran. Und du wirst erleben, während wir, wenn du dir jeden Tag eine halbe Stunde in diesem Trubel für dich nimmst und wirklich sagst, das ist mein Geschenk an mich, das ist mein Weihnachtsgeschenk an mich. Halbe Stunde ich mit mir und dann gehst du nach innen und verbindest dich mit diesen Kräften. Ich führe dich dann da durch. Und du verbindest dich mit der Kraft des einen Monats und mit der Kraft des anderen Monats und bringst diese Kräfte in dein Unterbewusstsein, tiefer nach innen, da, wo Dinge für dich wirken können, die hier oben in deinem Alltagsverstand dir A, selten klar sind und B, wenn du hier oben versuchst, was mit deinem bewussten Willen zu verändern, weißt du, dass das oft nicht klappt. Wir setzen Samen in den Rauhnächten. Und Samen, an den musst du nicht ziehen, auf die musst du nicht einreden. Wenn die am richtigen Platz sind, in deinem Falle, in deinem Unterbewusstsein, in deinem Herzen, dann beginnen die zu wachsen. Und dann im neuen Jahr wirst du sehen, wie Monat für Monat diese Kräfte für dich wirken. Und jetzt sagst du vielleicht, ja okay, aber was ein Quatsch, warum soll das jetzt dann wirklich funktionieren? Ich sage dir, dein Leben folgt deinem Inneren. Dein Leben folgt deinen Absichten. Dein Leben im Außen folgt der Energie. Und wenn du so klar, getragen von einer großen Gruppe von Tausenden von Frauen, dich Tag für Tag ausrichtest, in dem Wissen, dass jeder Tag sich im neuen Jahr wiederfindet, dann wird das Leben dir folgen. Und dann, wenn du Lust hast, kannst du mit mir am Ende, nicht nur mit mir, sondern mit all den anderen Frauen, die diesen Weg gehen und sich ausrichten, zur gleichen Zeit mit uns, dann tatsächlich live an einem gemeinsamen Abend diese ganzen Kräfte sozusagen ins Leben bringen im neuen Jahr. Also ich sage dir, für mich ist es ein Prozess, den ich wirklich schon oft gemacht habe und in dem ich ganz persönlich so tief wie in wenig anderem verstanden habe, dass ich ein Teil von einem großen Ganzen bin und dass dieses große Ganze für mich da ist und für mich wirkt, vorausgesetzt, ich lade es ein. Also, ich würde es gerne einladen mit dir zusammen und vielen anderen Frauen, dass wir Frauen nächstes Jahr zum Jahr machen, was dein Jahr ist, mein Jahr und unser aller Jahre. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und wenn du dich anmelden willst, kannst du das hier unten tun.